Fabian, Derby knapp gewonnen. Dein Kommentar zum Spiel? Ja, ich glaube, es war hart umkämpft. Ich finde, wir hatten die klaren Chancen und so geht es der Sieg auch in Ordnung am Ende. War hart umkämpft und ja gut, ich hätte vielleicht auch noch zwei machen müssen. Insgesamt sehe ich, war es ein sehr robustes Spiel und ja, wie schon gesagt, ich glaube, das geht aber in Ordnung für uns, das 1-0. Du bist der Neuzugang bei Spielervereinigung Durlach-Aue. Warum bist du zu Durlach-Aue gewechselt? Also für mich, ich hatte in Langensteinbach, ich komme von Langensteinbach, hatte da schöne 2,5 Jahre, habe mich dort ordentlich verabschiedet und ich habe einfach ein neues sportliches Ziel gesucht und wollte mal eine Liga höher es probieren. Ich bin noch jung, bin 20 Jahre alt und ja, will jetzt mal zumindest dieses eine Jahr Verbandsliga mitnehmen. Was danach passiert, weiß ich noch nicht. Und ja, auf jeden Fall das sportliche Ziel hier. Wie gut bist du hier in der Mannschaft und im Verein angekommen? Wie ist sind deine ersten Eindrücke? Ja, also die Mannschaft, die hat mich super aufgenommen, muss ich sagen, von Anfang an. Ich kannte ja so gut wie alle auch und ja, Trainer kenne ich gut, mein bester Kumpel, sein Bruder ist es. Und ja, das Umfeld hier passt, ich bin zufrieden, bislang sehr zufrieden, ja. Und was habt ihr euch insgesamt vorgenommen für die Saison? Gibt es da Ziele? Also feste Ziele wurden jetzt keine gesagt. Wie gesagt, neuer Trainer und alles. Ich denke, dass wir Potenzial haben, auch in der Mannschaft, auch wenn wir es jetzt in den ersten beiden Spielen noch nicht hundertprozentig abrufen können vom Ergebnis. Aber ich glaube, dass wir das Potenzial haben, unter den ersten 5 mitzuspielen. Klar, das ist jetzt keine klare Zielvorgabe, aber ich glaube schon, dass da was möglich ist oben drin. Euer Trainer ist ja ein Frischling im Traineramt. Wie macht er sich? Super, also ich finde jedes Training hier sehr, sehr gut. Er hat eine überragende Einstellung, was der Kampf auf dem Sportplatz angeht. Wenn man das Training sieht, er ist immer mit 100% dabei. Und ich glaube, das Gefühl, so ein Spielertyp war er selber früher auf 6, der alles gefressen hat. Und das glaube ich, das will er uns auch so weitergeben, dass wir ähnlich so auf dem Platz agieren wie er. Also er ist immer mit 100% dabei.